Leute, guckt mal hier, das ist der Jan, den habe ich doch rausgeworfen. Ja. Der kommt Der hat doch mal bei mir gearbeitet und Daniel hat ihn aufgenommen. Ja, ich nehme alles auf, was so da rumliegt. Was Chris wegschmeißt, nehme ich auf. Daniel meint sich, naja, gerade ist keine Stelle frei, aber vielleicht finden wir irgendwas für ihn. Vielleicht kann er ja doch was. Du hast immer noch deinen Shaker. Aber da ist das Schriftzeichen ab, ne? Ja, ich würde das gerne reklamieren. Okay. Nee, also wie gesagt, wir sind hier bei AdLabs. Das ist Daniel, ein Kumpel von mir, der hat eine richtig geile Agentur hier in Schöneberg. Also, wenn ihr Werbung braucht, kommt vorbei. Wir nehmen aber jetzt Podcasts auf. Worum geht's eigentlich? Das wusste ich noch gar nicht. Na, so ein bisschen die Entwicklung von Social Media auch aus deiner Perspektive. Da dachte ich, der ist so ein Typ, der macht das seit Jahren nicht erfolgreich. Und wir machen einen Podcast. Aber richtig schönes Setup hier. Also, voll. Krass. Krass. Müsst ihr reinhören, sag ich euch Bescheid, ne? Das haben wir gleich. Warte mal, machst du ein Video? Ja. Sag mal Schlaues. Schlau. Was Schlaues. Okay. Lecker ist, Leute, heute gibt es feinstes Korean Barbecue mit der ganzen Truppe. Und der Rat ist echt eine Empfehlung. Werdet ihr gleich sehen. Ganz einfach geil, ganz geil. Ja. Oh, Leute, zieh euch das mal rein. Am Grill. Ich wollte halt. Hier wird gegönnt und jetzt kommt noch der Reis dazu. Guckt euch das mal an. Richtiges Träumchen. Ne, wir haben Rind, wir haben Oktopus am Start, wir haben Mango, also Maultaschen. Durchgeben bitte, einmal durchgeben. Vielleicht kommt noch Hähnchen. Einmal durchgeben. Jeder eine Schale. Alle am Start. Du eine. Ja. Ah, da kommt das. Oh, guck mal, das Ketchup Chicken. Einmal bitte Daniel. Ja. Chicken. Das ist einfach frittiertes Hähnchen mit Ketchup. Das ist ein Traum. Geil. Hauen wir mal rein. Hat mich so lange gedauert. Hat mich Traum auch jetzt. Ja, okay. Hier noch schön. Wir machen so. Pancakes habe ich noch. Ich rede mit dir. Ja, Leute, ich war shoppen. Guckt mal hier. Eine neue Cam habe ich mir gegönnt. A7R5. Ja, wozu eine neue Kamera? Auf der einen Seite ist das wie beim Friseur die Schere, womit ich arbeite, aber auch mein Hobby. Teures Stück, aber wird mit nach Barcelona genommen für Fotos. Ich habe all meine anderen Kameras vertickt. Ne? Also ich brauche ja nur noch eine. Ich hatte einfach so viele alte noch und am Ende für das Geld, was ich alles vertickt habe, habe ich mir jetzt die einmal gegönnt. Geiles Ding, so für mich mit das Beste. Gerade Objektive habe ich ja eh alle von Sony. 61 Megapixel, da werde ich Spaß haben und auch richtig geile Fotos da gerne machen. Leute, ich habe Dogoshi am Start, ist gerade vorbeigekommen, hier aus Buko, Neukölln, die Ecke. Und ich habe mir gedacht, ich suche mal wieder jemanden, der Bock hat auf ein Coaching. Aber diesmal so, ich brauche da einen, der so ein bisschen auch den Mund aufkriegt. Dogoshi, erzähl mal kurz, was machst du, wer bist du? Ja, ich bin Dogoshi, ich bin 22 Jahre alt, wie gesagt, komme aus Buko. Ich bin Student, ich studiere Volkswirtschaft auf der HWR und nebenbei arbeite ich bei Miles Carsharing, Miles Mobility. Ja, ich habe dieses Coaching auf Instagram gesehen, ich habe gesagt, komm, melde dich da an. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er Nein sagt so gefühlt oder sagt so, nee, es passt nicht, tut mir leid. Ich will einfach meinen Körper so einfach mal ganz komplett anders sehen, als er jetzt ist und deswegen bin ich krass motiviert. Sehr cool. Ja, ich hatte das erst so ein bisschen abgesägt und habe gesagt, Alter, nee, kein Bock mehr. Irgendwie war das auch nie so unterhaltsam bei den Kandidaten vorher, ne? Auch ohne die jetzt schlecht machen zu wollen. Aber ich dachte, wenn wir das nochmal irgendwie probieren, such mir jemanden, der Bock hat, der hier aus der Ecke kommt direkt, weil du wohnst 10 Minuten von hier. Das heißt, ich habe auch so die Hand drüber, so ein bisschen Kontrolle, wir können gucken, dass es klappt. Und jemand, der wirklich auch motiviert ist und aus dem wir was machen können. So, ne? Und ich denke so, ihr könnt mal hier in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Dogoshi, hat das verdient? Ich denke also, er kommt auch jetzt nicht so wie so eine Schlaftablette rüber, er kriegt so ein bisschen den Mund auf. Ich denke, wir können auch ein paar lustige Sachen machen. Wenn das für dich okay ist, checken wir einmal Oberkörper ab. Ja, safe. Damit wir sehen, wo deine Schwachstellen sind und ob ich dir überhaupt helfen kann oder ob das hoffnungslos ist. Aber ich glaube nicht, wir gucken mal eben. Okay, Dogoshi, du musst einmal Körper frei machen, Oberkörper frei. Die Leute wollen sehen, ob du überhaupt abnehmen musst. Du wiegst jetzt, erzähl mal ganz kurz, du bist 1,79 und wiegst 96. Ich wiege 1,79 genau, wiege 96 Kilo. Ja. Ich habe mal 76 Kilo gewogen, aber auch mein Höchstgewicht war auf einmal 109. Ja. Das war das Schlimmste. Jetzt ist so ein Mittelding, aber... Dreh dich mal einmal um, weil ich nehme einmal Cam.
Also mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal, ein bisschen erstmal mein Körperfett einfach abzubauen. Ja. Aber ich möchte auch natürlich ein bisschen Muskeln aufbauen, dass man die Schultern sieht, Arme sieht, dass man die Brust sieht. Dass man auch einfach sich nicht sozusagen schämen muss, wenn man irgendwie zum Schwimmen geht oder so. Logisch, wir haben Februar und ich habe auch bei dir so das Gefühl, deswegen habe ich dich eingeladen, dass wir aus dir viel machen können, so, weißt du? Und deswegen denke ich, dass wir bei Dogusch nicht nur das haben, dass er abnimmt, sondern ich denke, wir können ihn auch ein bisschen zur Maschine machen. Also das wäre jetzt meine Idee mit ihm, dass wir, ne, wie bei den alten Coaching ging es ja immer darum, ja, ich will ein bisschen abnehmen, will mich besser fühlen. Das ist bei dir natürlich auch primärer Fall. Ja. Also ich sage jetzt nicht so, du sollst dich scheiße fühlen, aber Muskeln haben. Aber ich denke, bei dir geht mehr, weißt du? Ja, ich denke, bei dir geht mehr. Safe. Und das ist halt so, das ist halt fett, aber du hast halt eine gute Veranlagung am Ende. Also ich sehe da jetzt nichts, wo ich so denke, wow, das wird heftig. Ich glaube halt, so wirklich in einem halben Jahr können wir aus dir was machen. Ja. Also machen wir, oder? Ziehen wir durch. Safe. Das war Dogusch 22. 1,79 Meter groß, 96 Kilo aus Neukölln, direkt hier um die Ecke, was ein Vorteil vielleicht ist. Und deswegen, ich hatte wieder Bock auf ein Coaching, habe aber nur einen kleinen Aufruf bei Instagram gemacht. Ich wollte das gar nicht in so einem großen Rahmen mit einer Bewerbung so machen, sondern ich habe gesagt, ey, wer Interesse hat, schreibt mir doch mal bei Instagram eine Direct Message. Ich möchte mir das einfach mal persönlich erstmal angucken, ob ich da Bock habe. Und dementsprechend auch hier ein bisschen weniger jetzt irgendwie so ein großes Bewerbungsding, sondern einfach mal gucken, wer passt irgendwie persönlich, wo ich denke, da habe ich jetzt Lust drauf, jemanden so zu coachen. Und da waren auch wieder ein paar dabei mit Depressionen, Untergewicht und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich will diesmal jemanden haben, wo ich irgendwie so ein bisschen sicherer sein kann, dass ich den in die richtige Richtung peitschen kann. Bei Dogusch ist so, ich glaube, da kann man viel arbeiten, da ist viel Potenzial. Der Junge kann ich nur einfach ein bisschen abnehmen, so was die meisten natürlich immer wollen. Ich will bei ihm auch jemanden haben, der vielleicht die Motivation hat, vielleicht ein bisschen weiterzugehen. Also nicht wie bei den anderen, so, ich will abnehmen, ich will da wohlfühlen, sondern bei ihm habe ich das Gefühl, man könnte wirklich gucken, dass der Junge abnimmt und dass wir den wirklich muskulös kriegen. Also wirklich eine kleine Maschine aus dem machen, weil ich denke, die Grundvoraussetzung ist da. Und da habe ich Bock drauf. Also schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Lust drauf? Ich will das auch eher so ein bisschen in diesem Vlogging-Rahmen halten, dass es auch so ein bisschen easier rüberkommt, so ein bisschen easy going und nicht so, wie gesagt, es war mal ein bisschen so steril, wenn ich da mit entstand und bla. Könnt ihr mal sagen, habt ihr Lust drauf? Denkt ihr, Dogusch zieht durch und dann könnten wir nächste Woche eigentlich beginnen, weil ich denke, da ist Potenzial. Wie gesagt, ich will auch mit ihm dann hier ein bisschen wieder pumpen, mehr ins Training gehen und nicht immer nur dieses Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also, sagt mir Bescheid. Schön, die Untertitel, die mache ich jetzt immer rein. Ein neues Kurzvideo wird hier von mir produziert. Hier werden die Dinge aufgenommen oder halt im Gym die Trainingsparts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kurzvideos sind Fluch und Segen zugleich. Ne? Machen wir ja die letzten zwei Jahre vermehrt diese Kurzvideos. Nicht mehr so klassisch YouTube wie früher, so 20 Minuten Videos, immer weniger wird das gefühlt. Aber von der technischen Seite ist es relativ easy in meinen Augen zu produzieren. Mit Premiere Pro macht das. Das ist halt irgendwann geistiger Dünnschiss, weil du halt in diesem Hamsterrad mitschwimmen musst. Und im Algorithmus zu bleiben, musst du ja deinen Traffic hochhalten. Also jeden Tag bestenfalls so ein Ding rausballern. Da interessant zu bleiben oder ein Thema immer zu finden, das ist das Schwierige, gar nicht mal das Umsetzen an sich. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, das fuckt einen auf Dauer so ein bisschen ab, weil wie gesagt, das ist wirklich ein Hamsterrad. Jeden Morgen stehst du dann wieder auf und denkst, Alter, was könntest du mal wieder bringen? Da geht's für mich, glaube ich, wenn wir jetzt nach Barcelona gehen, da habe ich auch hier die Möglichkeit, ja gar nicht, weil ich das nicht mitnehmen kann, das Setup. Wenn man back to the roots geht, ich mache dann einfach mal eine Vlogs, mache ein bisschen Daily Shit, gucke, worauf ich Bock habe und dann könnt ihr mitschwimmen oder nicht. Also irgendwann ist das, das kannst du nicht dauerhaft mitziehen. Also es funktioniert nicht jeden Tag, weil wie gesagt, ich mache das ja nicht hauptberuflich hier. Viele Influencer machen ja nur ihr Short oder so am Tag. Ich mache dann halt hier auch noch meinen Shop, mein Personal Training, mein Coaching und das nimmt schon jeden Tag so zwei Stunden ein und das stresst dann doch auf Dauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade mal rausgerendert, guck mal, Ergebnis sieht dann so aus, let's go. Was sind eigentlich die fünf wichtigsten Dinge, die du nach dem Training tun solltest für eine perfekte Regeneration? Auch wenn ein anaboles Fenster nicht existiert, ist die Mahlzeit nach dem Training die wichtigste Mahlzeit des Tages und sollte dementsprechend die meisten Nährstoffe... Verrückt, oder? Aber ich hab's geschafft. Ist es auf der Flüssigkeit. So. Jetzt steht aber erstmal gleich Cardio auf dem Programm, eine Runde FIFA. Und ich muss aber sagen, diese Kurzvideos, da macht es tatsächlich Sinn, wieder Mehrwert zu bringen. Ja, beim Vlog hast du ja mehr Zeit, auch Blödsinn zu reden, weil kurz und knackig so 60 Sekunden, ich glaube, dem einen oder anderen von euch kann es tatsächlich weiterhelfen. Deswegen finde ich das, auch wenn es ein Hamsterrad ist, irgendwo sinnvoll, mit diesen Shorts wieder mehr Mehrwert zu machen. Leute, hier kommt mal wieder, wie bestellt.
muss ich nicht kochen. Macht vollkommen Sinn. Und das ist ein bisschen mein Lifestyle, Leute, weil, ja, Nox ist gerade nicht da. Nö, die ist schön irgendwie in so einem Comedy-Club und alleine kocht eh langweilig. Und ich sag mal so, es ist halt so, es funktioniert einfach. Ich bin zufrieden mit meinem Body, es erleichtert mein Leben und ich kann mir reingönnen. Es gibt leckeres Grillgemüse, so ein Chicken Wrap. Dann guckt euch mal diese geile Bowl an mit Gemüse, mit Edamame drin, mit Glasnudeln, Hähnchen, Brokkoli. Ja, und einen kleinen geilen Burger. Läuft, oder Leute? Und ey, das Ganze ohne Kalorien-Tracken. So, ey, das ist für mich einfach Lebensqualität. Auch das essen zu können, worauf ich Bock habe, ohne zu tracken, ohne zu hungern, ohne vorkochen. Ich sag's euch immer wieder, es ist wirklich Leben. Und das ist für mich so viel wichtiger, obwohl ich trotzdem mit meinem Körper zufrieden bin, als mich so kaputt zu machen, was die Ernährung angeht. Und ich investiere so gut wie keine Zeit ins Essen. Leute machen sich ja kaputt morgens, Mittag, abends, kochen, einkaufen, bla. Das ist easy peasy. Einmal essen, bums, erledigt. Dazu gibt es noch einen Proteinshake, einen Clearweight. Schmeckt aber wie ein geiler Saft. Karte von Barcelona. Wir sind hier so unten Example. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Wir haben weder Spanisch noch Katalan jetzt gelernt. Hier ist Bari Gotik. Wir wollten euch noch erzählen, wo das Airbnb ist. Das haben wir letztes Mal nicht ganz aufgelöst, weil wir noch keins hatten. Wir hatten zwar Anfragen gestellt, aber im Endeffekt ist es das hier geworden. Guckt mal rein. Ein Zimmer. Sieht richtig schön aus. Nicht besonders groß, sind 50 Quadratmeter oder so. Wir haben auch eine Couch, wenn sich jemand von euch einnisten möchte und vorbeikommen möchte. Wir haben Platz auf jeden Fall. Ja, wichtig für uns, dass wir einen Tisch zum Arbeiten haben. Vielleicht hier ganz cool sogar ein kleiner Balkon am Start. Sieht echt recht sauber aus und wir sind relativ zentral im Zentrum. Wir sind vom 23. März bis 25. April da. Wenn ihr dort vor Ort lebt, also sind ja auch einige Deutsche oder da Bekannte habt oder Kontakte, dann schreibt uns auf jeden Fall, denn ich brauche noch nicht mal zu pumpen. Nock ist voll auf dem Yoga-Trip, die brauchen nicht mal pumpen, die ist da raus, die ist zu alt dafür. Ich suche nochmal eine Gym-Buddy, vielleicht in Barcelona vor Ort. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach per Instagram Direct Message, wenn ihr da wohnt, jemanden kennt. Wir wollen auch ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Wir suchen Freunde. Wir wollen ein bisschen socializen, dass wir uns da ein bisschen zurechtfinden, vielleicht auch Restaurant-Tipps oder so. Also, wenn ihr Barcelona-Kenner seid, sagt Bescheid. In dem Sinne, wir sind raus im Sportfreund. Taco kommt natürlich auch mit, der sucht ein paar Hunde-Buddies auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, wir müssen uns mal.